Leute, bevor dieser Part beginnt, muss ich euch mal was gestehen. Mir war vielleicht zwischen den Parts offscreen ein wenig langweilig und habe schon ein wenig gespielt. Ja. Hier haben wir ein Fatality. Ich war mal zwischendurch im, wie heißt er? Heißt der Wirrwald, also der. Wir können mal auf die Karte gucken. Der Wirrscheinwald, da war ich. Da habe ich mich aufs Skin ein bisschen rumgetrieben und habe nach dem besagten Pokémon gesucht und habe mir ein Fatality besorgt. Ja, wie sieht das aus mit dem Namen? Ich habe das jetzt Fatality genannt. Können wir das vielleicht irgendwann noch umbenennen? Ja, können wir bestimmt. Gut, dass ihr das gesehen habt. Viel habe ich nicht gemacht. Seid mir nicht böse. Ich habe nur im Wirrscheinwald ein bisschen rumgelungert und ein paar Pokémon gefangen. So, was ich jetzt ausprobieren wollte, wir haben doch hier, wo habe ich's? Eine Kanne, anwendbar. Da können wir doch jetzt bestimmt. Ja, nice. Nanu, Fatality entwickelt sich. Beginnen wir so einmal den Part. Glückwunsch, dein Fatality hat sich zu einem Mortipod entwickelt. Das war mein großes Ziel, einen Mortipod im Team zu haben. Für Mortipod wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Schwarztee-Pokémon vom Typ Geist. Haben wir nicht einen Geist-Pokémon im Team? Ja, Pikachu habe ich übrigens aussortiert. Das habe ich in die Box gepackt. Sie lassen sich in alte Teekannen nieder. Die meisten dieser Kannen sind billige Fälschungen, aber es gibt auch ein paar sehr seltene Originale. Ja, ich kann es euch schon sagen, dass mein Mortipod eine billige Fälschung ist, aber ja. Die rissige Kanne ist tatsächlich, da habe ich mal tatsächlich auf PokéWiki nachgeguckt. Die rissige Kanne, die man sozusagen auf dem Weg findet, erzeugt eine Fälschung. Und eine löchrige Kanne, die erzeugt tatsächlich eine originale Sache. Tea Time. Cool. Das ist meine Attacke, die nichts bringt. Der Anwender näht alle am Kampf beteiligten Pokémon zu einer Teekränzchen ein, worauf diese Beeren essen, die sie mit sich tragen. Okay. Ja, okay. Muss man jetzt nicht. Ja, Aromakultur vielleicht. Aromakur vergessen und Tea Time erlernt. Warum nicht? Ja, dann würde ich mal sagen, nicht dörmlich nach oben, ich bin ganz durcheinander, weil ich mich jetzt hier am Anfang des Parts erklären müsste. Könnte trotzdem machen, dörmlich nach oben. Schenkt mir ein dörmlich nach oben. Ich bin verfolgt. Ja, seid gegrüßt zu einem neuen Part. Pokémon Schwert mit dem Zweifelst. Da geht's direkt los. Werden wir hier von einer Katze angegriffen. Flucht gescheitert. Aua. Na gut. Diese Tea-Time-Attacke, fällt mir gerade auf, ist wahrscheinlich am besten geeignet für Dynamax-Kämpfe. Da ist das eigentlich am besten. Ich wollte nur zu deinem Item. Als Model bin ich Expertin darin, ich vorzüge meine Partner im Rampenlicht zu stellen. Model Felicity fordert dich heraus. Felicity, die feine Dame. So ein Name. Ja, gut. Habe ich selten gehört, also muss ich wirklich sagen, ist kein Name, den man im Alltag des Öfteren mitkriegt. Aquaknarre.
Ja, Bumblebee. Ich kämpfe hier mit Prof gegen Bumblebee. Ist bestimmt die beste Idee. Fehlen Pflanze, fehlen Käfer wahrscheinlich. Wir müssen gleich mal nachgucken, was hier Mortipots für einen Chief hat. Gegen der effektiv ist. Geist ist er. Ja, hab ich gesehen. Und er hat auch Pflanzenattacken. Stimmt, das wissen wir schon, dass er Geist ist. Aber woher hat er die Pflanzenattacken? Also scheinbar irgendwie auch Pflanzen-Effektivität. Prof besiegt. Jau. Blackie vielleicht mal in die einsetzen. Der hat bisher gut gekämpft. Kann die sich hier mal beweisen. So, Stahlflügel, warum nicht? Paralysiert. Ah, Paralyse. Oh. Die Flügel bewegen sich langsamer. Stahlflügel, na komm. Von den Knödel. Was denn? Lässt du dich von so einem kleinen Fehlenviech besiegen? Gibt's doch nicht. Stahlflügel, na komm, mach's alle. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Na komm, Attacke verfehlt. Ach Mensch, das ist doch hier nicht. Ich kann doch hier nicht Warsteiner. Na komm, Blackie, Stücker. Ja, ordentlich, geht doch. Warum nicht gleich? So, neue Level. Rufus rechnen wir 36. Sehr gut. Hohenwiese, nicht Hornwiese. Nach langer Zeit falsch ausgesprochen. Eine weitere Biene. Stahlflügel jetzt vielleicht. Schlagbefehl. Ach ja. Das mit den Bienen. Die hübsche Attacke. Ein Volltreffer. Stahlflügel. Na komm. Ja. Nicht schlecht. Na komm. Noch einmal. Ich meinte nicht noch einmal Schlagbefehl. Noch einmal Stahlflügel. Mach's alle. Hohenwiese. Besiegt? Nee, noch nicht. Müssen wir nochmal ein bisschen pflücken. Schlagbefehl. Die mit ihrer Attacke. Passt irgendwie auch. In den Bienen. Das ist eine Hohenwiese-Attacke. Fast zu wenig anderen Pokémon. Felicity besiegt. Was für eine tolle Demonstration der Vorzüge deiner Pokémon. Du bist ein guter Trainer. Du bist 8640 Pokémon-Donner. Gehst siegreich aus dem Kampf gegen Model Felicity hervor. Ja, so sieht's aus. Ein Item. Erter. Ja, hier drüben habe ich auch noch eins erblickt. Ein Duftbild. Was bist denn du für ein Ding? Finden wir es heraus. Mautzinger. Aha. Von Schrödinger oder was? Schrödingers Katze. Kennt doch Schrödinger als Katze? Ich hoffe schon. Das Experiment, in dem eine Katze in eine Box eingeschlossen wurde mit einer Giftkapsel drin. Ja. Solange die Box nicht geöffnet wurde, ist noch nicht klar, ob Schrödinger als Katze lebt oder ob es tot ist. Schrödinger als Katze ist also entweder. Ist, also nee, nicht entweder, sondern Schrödinger als Katze ist. Zur gleichen Zeit lebendig und zur gleichen Zeit tot. Das mal erklärt. Weil ich das weiß, keine Ahnung. Allgemein Wissen. So, Turbo DR. Mautzinger. Interessant. Okay, lässt sich auch nicht so leicht besiegen. Das ist wohl eine Galar-Form von Mautzi. Ich fliehe jetzt mal, das ist jetzt so wichtig, ist das jetzt auch nicht. Wen finden wir hier noch? Das kennen wir doch. Psyaugon. Müsste schon, wenn mich hier alles täuscht, sechste Generation sein. Müsste schon in der sechsten Generation bekannt sein.
Und das für Spuckmann kenne ich auch schon. Ist Kanar. Ja, das ist ein Wasser-Spuckmann. Was eigentlich nur im Wasser zu finden ist. Warum schwimmt das ja im Land? Ganz viele Pokémon hier. Ein Kramor, ein wildes Kramor. Ja gut. In welches Level Erzwinger von Kramor wirkt. Level 39. Meins ist Level 40. Nein. Und sowieso besser trainiert. Denke ich sowieso der bessere. Die bessere. Noch ein Mauzinger. Mauzinger auf Route 7. Ja, so sieht's aus. Das ist, glaube ich, Ninlein eher die falsche. Die falsche Ansprechpartnerin. Jo. Ein Taxipilot. Ein Taxipilot hat immer und überall einsatzbereit zu sein. Auch im Pokémon-Kampf. Okay, Taxipilot Nick fordert dich heraus. Aha, Sprache, Wörter, Reden. Das ist kein Kramor. Das ist die Vorentwicklung. Kranowitz. Turbo würde ja so effektiv sein. Die anderen sind gar nicht effektiv. Na komm, Mini. Das schaffst du. Das kriegst du hin. Verwirrt. Na toll. Na komm. Attackier. Ja komm, Turbodreher. Das wirst du doch mal hinkriegen, Klauenwetzer. Ja, das wird dir nicht viel helfen. Na komm, mach's alle. Nein, nein. Nicht kaputt gehen. Vor Verwirrung. Nicht selbst verletzen, nicht dich selbst besiegen. Komm, mach schon, Bohrschnabel. Lass dich nicht so einfach besiegen. Das lässt sich so leicht besiegen. Verdammt. So, dann wär's, wie wär's mit Blackie? Kramor vs. Kranowitz. Jo. Werden wir sehen, wer hier die bessere ist. Stahlflügel, na komm. Mach es fertig. Und zack. Jo. Phänomenal. Verhöhner, ja, okay, Stahlflügel, na komm. Verfehlt, geht's doch gar nicht. Bohrschnabel, na komm. Das war das falsche Pokémon. Blacky, Bohrschnabel, so muss es sein. So, da war es noch eins. Ja gut. Weiterkämpfen, tapfer weiterkämpfen. Geronimatz? Hab ich da gerade Geronimatz gelesen? Ein Geronimatz! Geronimatz! Jo. Das war, glaube ich, schon Pokémon Weiß. Pokémon Weiß war das der Renner. Geronimatz. Das war also schon fünfte Generation anwesend. Vierte Generation wahrscheinlich noch nicht. Ich glaube nicht. Wenn ich richtig liege, ist das fünfte Generation. Eingeführt worden. Ich kann mich auch irren, also verlasst euch nicht auf meine Worte. Wenn ich sage, dies und dieses Pokémon ist dann eingeführt worden. Ja, ist nur so meine, das woran ich mich erinnere. Egal wohin ich mit meinen Taxidüse, Einsamkeit und Hingelage sind meine ständigen Begleiter. Du gewinnst 8640 Pokémon-Dollar und gehst siegreich aus dem Kampf gegen den Taxiflieger hervor oder so ähnlich. Eine Elektrospinne. Ein Baum schütteln. Ja. Nicht zweideutig verstehen. Ja. Aufhören. Bären einsammeln, sehr gut. Okay, hier haben wir noch einen Mauzinger und Elektrospinne. Voltula. Nee, das lassen wir mal lieber. Ich bin schon paralysiert.
Na komm, lass mich fliehen. Entkommen. Lass mich in Ruhe, Mazinga. Lass mich in Ruhe. So, weiter auf Route 8, wie es aussieht. Route 8. Ja, Route 7 haben wir hinter uns gelassen. Route 8. So, Ruinen. Was hier bei den Kisten? Nix. Nur dekorativ, die Kisten. Rein dekorativ. Auch dich kenne ich doch. Bist doch auch sechste Generation. Sedimentur. Zumindest kenne ich ihn aus der sechsten Generation. Ist mir in der sechsten Generation schon aufgefallen. Vielleicht fünfte Generation auch. Lassen wir es mit dem Pokémon aufzählen. Jedenfalls kein 8-Generations-Pokémon. Das würde mir auffallen. Nein! Blackie, na komm. Mit einem KP. Ist paralysiert. Ich dachte, er hätte noch mal eingreifen können. Oh, ein Schild. Interessant. Der Attacke Eisenabwehr noch mal neu animiert. Ja. Einmal Supertrank verschwenden. Warum nicht? Supertrank. Ja gut, ich brauche Hypertränke für mein Team. Ich brauche dringend Hypertränke. Supertränke bringt es nicht mehr. Dann Pflücker. Na komm. Was ist denn los, Becky? Setz was ein. Ich ergreife mal lieber die Flucht. Das ist jetzt hier... Das nimmt kein gutes Ende. Steinhagel. Oh wei. Blackie, nein! Sie haben Blackie getötet. Ihr Schweine. Ja, das passt nicht ganz so, aber... Die Ruinenstadt. Das ist das nächste Pokémon. Entbronzung. Sehr gut. Das ist vierte Generation. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Kann mich natürlich auch irren, aber... Bronzung, das ist... Das bekannte Sondersensor. Ja, vierte Generation. Ganz klar. Auch Sondersensor als Attacke. Wundervoll, Ski. Kennt man. Mit Pokémon Diamant aufgewachsen. Ich bin übrigens, also vom Alter her könnte ich, durchaus zumindest dritte Generation sein, also zweite oder dritte Generation könnte ich gespielt haben, aber da ich erst relativ spät überhaupt erst mit Konsolen und Co. in Berührung kam, bin ich vierte Generation. Ich bin vierte Generation aufgewachsen. Ich bin vierte Generationskiddy. Ja, eigentlich zweite haut irgendwie hin, also zweite. Ja, so zwischen zweite und dritte. Wenn ich schon mit Kindesalter und Pokémon gespielt hätte. Ja, das hätte ich durchaus gekonnt. Ich wurde von meinen Eltern anders erzogen. Ich habe erst sehr spät überhaupt. Also, ich glaube, wann war das? Ich glaube mit... Lass mich nichts Falsches erzählen, aber ich glaube mit 17 habe ich erst... Mit 17 habe ich mein erstes Smartphone bekommen. Mit 17 mein erstes Smartphone. Meine erste Konsole, also mein erstes Handheld, das weiß ich noch ganz genau, das war 2014. Da habe ich den... Nee, das muss vorher gewesen sein. 2014 habe ich den 3DS bekommen. Mit Tomodachi Life, das war... Dann war 2010 der DS Lite. Damals mit dem ersten Spiel, das kennt ihr ja, habe ich mein Geburtstagsspecial mitgemacht. Mein erstes Spiel, was ich jemals gespielt habe, nicht Pokémon, SpongeBob Schwammkopf, die Kreatur aus der großen Krabbe. Das habe ich mal in ein, zwei Parts Let's Play angespielt. Das war mein erstes Spiel.
Ha, lass mich in Ruhe. Das muss, ja, ich glaube, das kommt 2010 ungefähr hin. Das ist, ja. Einen Augenblick bitte. Es ist Zeit für einen Gesundheitscheck deiner Pokémon. Die sind leicht angeschlagen. Das kann ich dir schon sagen. Ärztin Romina fordert dich heraus. Ärztin Romina setzt Roselia ein. Aha. Die kann Heilungsattacken, aber die Heilungsattacken sind wahrscheinlich eher nur für sie effektiv. Aber ich kann sie einäschern. Mit meinem entwickelten Rufus. Einäschern. Jo. Pflanzen-Pokémon. Ich würde schon sagen, das war's um sie. Aber gut, die hält ein bisschen was aus. Na komm, Rufus. Na komm, Nitro-Ladung. Mach's alle. Wer muss hier geheilt werden? Tja. Muss gleich die Ärzte heilen. So sieht's aus. Ein Primano. Okay, ist das nicht der? Das ist doch die Endentwicklung. Ja. Nein, nicht. Das ist die Erde dieses Feendingens. Nennt er schon. Na komm. Sehr effektiv ist es nicht. Oh wei. Wirbler. Na komm, halt's durch. Rufus. Kriegst das hin. Nochmal einäschern. Äschere es ein. Unheilbar eingeäschert. Kannst du nur noch in die Urne stecken. Auf den Schreibtisch stellen. Jau. Oder so. Nicht Rufus besiegt. So. Dann werden wir hier gleich mal weiter einäschern. Mit Mordev in seiner Endentwicklung. Feuerball, warum nicht? Können wir es auch mal ausprobieren. Das sieht so hübsch aus mit dem Stein. Bats. Und ein Tor. Er schießt ein Tor. Treffer versenkt. Sehr gut. Ärztin besiegt. Wenn es meinen Pokémon nicht gut geht, fühlen sie sich auch total schlecht. Fühle ich mich auch total schlecht. Du nimmst 4320 Pokémon oder kriegst im Kampf gegen Ärztin Romina hervor. So hieß die doch, oder? Joa. Wo war ich stehen geblieben? Ja, erstes Spiel. Oh, ist ja ein kleines Labyrinth. Ich verstehe. Na, so labyrinthenmäßig ist das gar nicht. Leuchtstein ist das. Ja, Pikachu ist eh weg. Das wäre wahrscheinlich das, womit wir Pikachu entwickeln könnten. So, hier mal runter. Hier mal hoch. Leitern. Ein kleines Leiterspiel. Leitern und Schlangen. Ja, das kommt 2010 wirklich hin. Meine erste Konsole, so ungefähr an dem Dreh. Wie alt war ich da? 1997 geboren. 97er Jahrgang. 98, 99, 2000, 13. Wenn ich mich nicht komplett verrechnet habe. Ja. 13 ist doch relativ spät für die erste Konsole. Ja, so ungefähr. Vielleicht waren es auch 12 oder 14. Ja, ich glaube eher 14. Also 14 klingt für mich richtig, das habe ich im Kopf. Also die Zeit klingt für mich in meinem Hinterbewusstsein, in meinem Hinterkopf. In meiner Erinnerung klingt die Zahl 14. Vielleicht wegen der Jahreszeit 2014. Richtig, aber ja, irgendwie so. Wurde anders erzogen. Ich habe noch draußen gespielt auf dem Hof. Tja, habe erst später die Liebe zu Videospielen und zum Gaming entwickelt. Und ja, auch das erste Smartphone mit 17 Jahren. Ein Prachtibalk. Nein, ein Strepoli. Die Vorentwicklung ist wahrscheinlich ein Praktibalk. Habe ich verwechselt. Fairzeit. Nee, müssen wir jetzt nicht besiegen. Bin schon sehr geschwächt. Fangen will ich sowieso nicht. Wie kommen wir jetzt hier lang? Ah, verdammt.
Noch ein Strehpulli. Strehpulli, ja, habe ich richtig. Habe ich richtig bezeichnet. So, flieh du Narr. Hops, hier geht's rüber. Hier kann ich mir noch ein Item abholen. Luxusbälle. Na, super. Ach. Na, das will ich fangen. Ob ich es in mein Team aufnehme, weiß ich nicht. Wahrscheinlich eher nicht. Aber das ist doch ein Legio, oder? Ein Legios. Ja, 8. Generation eindeutig. Feuersäulen. Na komm. Wollen wir vielleicht noch nicht ganz alle machen, aber... Huha, das macht uns alle. Feuersäulen. Nice. Können wir es fangen? Das wäre doch nice. Nicens. Puckball. Na komm, für den Puckdex. Na komm. Legios entbüxt. Puckball entbüxt. Ausgebüxt. Ja, Sprache, Wörter. Mordev wurde besiegt. Oha. Jetzt kommt der echte Mordev. Den ich eigentlich Mordev nennen wollte, habe ich nicht richtig nachgedacht. Ich wusste es noch nicht, als ich den ersten Part aufgenommen habe und den mein Starter-Pokémon bekommen habe. Ah, Ren. Lal. Da war es mir noch nicht ganz klar, dass es einen Mordziport gibt. Das habe ich erst später rausgefunden. Ich habe es ja gleich direkt am Release. Also ich habe mir das Spiel fast zum Henker. Was war das für eine Attacke? So, das war meine Attacke, oder? So, wie wär's mit einem... Wir haben noch andere bei den Levelball zum Beispiel. Na komm. Bleib drin. Bleib drin. Ach, verdammt. Ich will das jetzt fangen. Mordspatz halt durch. Schwerball, Sympaball, Luxusball. Niedriges Level haut, glaube ich, nicht hin. Köderball. Eine Angel. Käfer-Pokémon, Nestball. Werfen wir den mal. Ist bestimmt nicht effektiver, aber gut. Ja, gar nicht. Wir gehen mal jetzt die Bälle aus. So viele will ich jetzt auch nicht verschwenden. Ist ein lustiges Pokémon auf jeden Fall. Mein letzter Pokéball. Bleib dran. 1, 2, 3. Nice. Legos gefangen. Ein paar Erfahrungspunkte von Mozibots. Pokédex-Eintrag. Für Legos wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Formations-Pokémon. Da marschiert es vor sich hin. Ein Reib und Glied. Kampf. Dieses Pokémon besteht aus 5 Untergebenen und seinem Anführer. Die Befehle des Anführers werden nie in Frage gestellt. Soldat. Ja, es ist mir jetzt gerade nichts Kreativeres eingefallen. Lustige Name zu lustigen Pokémon. So ungefähr. Item. Ha! Dieses Strepoli, das greift mich auch an. Das ist jetzt hier. Mortibot ist mein letztes überlebendes Pokémon. Ist noch relativ untrainiert. Lass mal lieber bleiben. Okay. Oha. Das Jawonimatz, da will ich jetzt ausweichen. Golbit. Auch kein schlechtes Pokémon. Ich bin froh, dass ich jetzt Mortibot im Team habe. Das ist wirklich Gold wert. Heilball, was zum Henker? Wie, was? Nein! Verdammt! Nein! Ich will das nicht fangen. Was machst du hier? Flucht! Muss ich hier lang? Ja, das sieht ganz danach aus. Trainer um Shift. Ja. Ist nicht immer positiv. Oh, ein Legios.
lustig. Ich mag das Pokémon. Kingstein. Ja. Nugget, das können wir teuer verkaufen. Von großem Wert. Ein Legos. Schauen wir es uns an. Marsch, Marsch. Links, 2, 3, 4. Links, 2, 3, 4. Das finde ich putzig. Es ist einfach. Es ist nice. So, hier werden wir auch schon angekommen, oder was? Hier können wir noch Pokémon-Camping betreiben. Können wir kämpfen. Oder auch nicht. Ja, dann halt nicht. Ich wollte ja. Sind wir schon in der nächsten Stadt. Chichester. Setz dein Arm zu einem Chichester-Stein durch. Dampfschwanenfahrt. Okay, sind wir noch gar nicht da. Erstmal hier durch die Schneeöden. Ich guck mal kurz auf die Uhr. Ich muss mal kurz gucken, wie lange wir schon aufnehmen. Ja, dachte ich mir schon, es wird Zeit, den Part mal hier zu beenden. Kleiner Ortswechsel hier an dieser Stelle. Ja, die Batterieleistung ist nach. Genau zum richtigen Zeitpunkt. Ja, in das nächste Gebiet hier. Ich sehe hier, glaube ich, schon ein Stadion im Hintergrund. So ein bisschen sieht man das schon im Hintergrund. Ja, die Reise treten wir nächsten Part weiter an. Geht zum nächsten Part weiter. Ja, wenn euch nach oben sollte euch gefallen haben, lasst dann auch mal da, wo ihr neu seid. Und man sieht sich im nächsten Part wieder. Habt eine angenehme, fröstliche Zeit. Ich friere mich hier noch zu Tode. Ja, und man sieht sich. Ciao, ciao. Sie haben wunderschöne Glocken. Ja, das sind die Glocken meiner Großmutter.